Ja, guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Man kann zuerst feststellen, die Linke hat im Saarland ein stabiles zweistelliges Ergebnis erreicht mit 13%. Das kann sich wirklich sehen lassen. Oskar Lafontaine hat mit seiner Mannschaft und Frauschaft einen guten Wahlkampf gemacht, einen engagierten Wahlkampf. Er hat klar Alternativen aufgezeigt, mit klaren Parolen in diesen Wahlkampf gegangen. Und die Menschen im Saarland wussten, wen sie wählen. Und sie haben davon auch Gebrauch gemacht. Ich glaube, in einem westdeutschen Land mit 13% abzuschneiden, ist wirklich ein Erfolg. Leider Gottes ist es nicht ausreichend gewesen, um Rot-Rot herbeizuführen, was im Vorfeld ja häufig diskutiert wurde. Das finden wir schade, dass der anstehende Politikwechsel im Saarland wahrscheinlich so nicht stattfinden kann. Es hat sich eben gezeigt, dass der Hype um Schulz sich nicht in Wählerstimmen im Saarland umsetzen ließ, was vorher prognostiziert wird. Das heißt auch ein Stück weit, man kann eben nicht nur mit allgemeinen Aussagen, mit allgemeinen Slogans Wahlen gewinnen. Die Menschen wollen konkrete Aussagen. Sie wollen konkrete Aussagen, was soziale Gerechtigkeit bedeutet, zur Ausgaben in Infrastruktur, zu Steuergerechtigkeit, zur Sicherung der Renten und vielem anderem mehr. Diese Aussagen bleiben bis heute aus. Und wenn sie ausbleiben bis zur Bundestagswahl, wird es ganz schwer, Umfrageergebnisse auch in Wahlergebnisse umzusetzen. Aber wir reden heute erstmal über uns. Also die Linke ist, wie gesagt, im Saarland stabil geblieben, engagierten Wahlkampf geführt, der für soziale Gerechtigkeit stand, der für mehr Investitionen stand, der dafür stand, dass Kinderarmut und Armut beseitigt wird und der dafür stand, dass Bildungsgerechtigkeit hergestellt wird. Ich finde, mit diesen Positionen können wir auch aufrecht in die nächsten Wahlkämpfe gehen. Ja, auch ich freue mich sehr über das gute zweistellige Ergebnis der Linken im Saarland. Das war ein klarer Wahlkampf für soziale Gerechtigkeit, für mehr öffentliche Investitionen, klarer Einsatz dafür, dass das Saarland im Bundesrat wirklich eine Stimme für soziale Gerechtigkeit ist. Damit sich das vollzieht, ist wahrscheinlich der Abstand zwischen CDU und SPD zu groß, zulasten der SPD ausgegangen. Ansonsten, wir müssen feststellen, ganz offensichtlich hat der Schulz-Zug in Saarbrücken nicht so gehalten. Wir stellen fest, wenn wir uns das Wahlergebnis der AfD anschauen, dass der ihr Zenit offensichtlich überschritten ist. Das ist ein ermutigendes Signal, finde ich. Und wir müssen feststellen, dass im Saarland offensichtlich die CDU als Gewinnerin rausgegangen ist. Und ich finde, das ist eine Herausforderung an uns, eine Herausforderung, die wir annehmen sollten, damit es bei den nächsten Wahlen, die dieses Jahr anstehen, nicht so weitergeht. Ich finde, eine Partei, die so auf soziale Kürzungen setzt, die auf die schwarze Null setzt, darf nicht weiterhin die Gewinnerin sein. Und das ist die Herausforderung, die wir auch für den Bundestagswahlkampf annehmen sollten. Und natürlich wie immer an dieser Stelle ein Riesendankeschön an alle Wählerinnen und Wähler und an alle Wahlkämpfenden im Saarland. Vielen Dank.